Und herzlich willkommen zu Gönn dir was. Ja, ich wollte noch mal ein bisschen quatschen mit euch. Ich habe noch Urlaub, yeah. Und ich bin jetzt in der letzten Urlaubswoche angekommen und habe jetzt, ja, dann wirklich Urlaub. Ich weiß ja, das geht euch mit Sicherheit auch so. So in der ersten Woche hat man noch ja nicht kapiert, dass man Urlaub hat. In der zweiten Woche erledigt man dann alles, was dann immer so liegen geblieben ist. Und in der dritten Woche, da hat man dann verstanden, dass man Urlaub hat und macht dann auch Urlaub. Also ich bin sowas von entspannt jetzt und relaxed und oh, also ich könnte dann eigentlich noch Urlaub hinten dran hängen. Ja, ich habe hier wirklich nur Dinge gemacht, wozu ich Lust hatte. Und wenn ich Bock hatte, einen ganzen Tag auf dem Sofa zu liegen, dann habe ich das gemacht. Ich habe auch gewerkelt, so ein bisschen zwischendurch. Ich habe unter anderem hier diese Aufbewahrungsdöschen gemacht. Dazu wird es aber demnächst irgendwann, also ich habe ein Video gedreht, ich weiß aber noch nicht, wann ich das hochlade. Und die habe ich alle in, ja, Pastell gehalten, ganz wenig. Also ich finde die wunderschön. Weil ich jetzt die letzte Zeit halt immer viel mit krachigen Farben und so gearbeitet habe. Und dann hatte ich da mal Lust, ganz soft, ganz zart. Einmal mit braun Türkis. Das ist natürlich mein Favorite. Und dann in, guck, wenn ich die richtig rumdrehe, braun und lila. Also, alter Schwede. Oh, Moment. Ich bin hier gerade gestochen worden. Also, das gäbe doch nicht. Meine Güte, was sind das denn für Mücken? Absolut mutiert. Das hat ja wehgetan wie Sau. Ja, sie ist jetzt im Mückenhimmel. Also, ich gehe kaputt, ey. Das ist doch unverschämt. Das ist mein Blut. Oh. Also. So. Da muss man sich ja noch mal sammeln. Hilfe. So. Ja, auf jeden Fall habe ich die dann noch gemacht mit Lila. Und ich habe mit den Sprays von Certain Arts habe ich hier gearbeitet. Hier mit dem Pearl Violet und dann der Braunton. Ja, mein Favorite Braunton. Im Moment von Stamperia. War Cure Leather. Also so Leder, ne? So ein Lederbraunton. Und dann mit dem Türkis von Stamperia. Angriff. Ja, und ich finde, das sind ganz tolle Aufbewahrungsboxen für, was weiß ich, für Knöpfe, für Nippes halt. Das ist, also die Vierer-Kombo hier werde ich auch in den Shop stellen. Ne, wer Interesse hat, kann mal reingucken. So. Ich muss jetzt Moment. Angriff! Ja, so. Ich muss mich jetzt mal sammeln, ey. Also ich will ja kein Pienchen, aber das hat total wehgetan gerade. Moment. So. Ich muss jetzt mal eine rauchen gehen. Ne? Angriff auf meine Person. Ja, dann habe ich, vielleicht seht ihr es schon im Hintergrund, ja, also
ein Ensemble erstellt aus Boxen. Und zwar habe ich ja, Shadowboxen gemacht. Und das ist aus dem Papier, was Bina auch im Shop hat, von Ciao Bella, Le Republic Marinare. Da habe ich hier unten eine Wasserszene, ne, Unterwasserwelt. Da habe ich auch mit Chipboards gearbeitet und. Ja, hier oben mein Seepferdchen. Hier habe ich die Kapitänskajüte nachempfunden, zumindest versucht. Also Tisch und Stuhl und all das, ne? Selbst gebaut. Und dann habe ich hier oben, da habe ich an die Shadowbox noch eine Tür gebaut. Und dann hier mit so hier Bamsels, hier Döne, kann man das verschließen. Das war ja so klar im Video. Moment. So. Mit zwei Händen geht das besser. Ich guck mal, ob ich hier gerade irgendwo draufstellen kann. Ja. So. Dann kann man das hier öffnen und dann habe ich hier noch ein kleines Journal gemacht. Logbuch. In der Mitte, da habe ich mit Glossy Accents gearbeitet. Ja, habe hier überall Buchecken dran. Und von innen. Das ist im Übrigen die Metallic Goldfarbe von Stamperia. Kaufempfehlung. Ja, und dann habe ich halt so ein bisschen die Blätter, ne, gealtert und ja, die ist auch im Shop. Dazu gibt es kein Video, weil ich da tagelang dran gesessen habe. Stunde um Stunde. Ja, dann habe ich halt überall die Steinchen hier noch angebracht, noch einen Griff hier oben drauf. Das war das. Dann hatte ich wieder ja, so Lust, ein bisschen so mit Fimo, aber da wusste ich jetzt auch nicht so genau, wie, was und überhaupt. Dann habe ich mir, da muss noch gebacken werden, ein Medaillon gemacht. Ich weiß nicht, ob die Farben hier jetzt rüberkommen. Also das ist auch schön pastellig und Blümchen und ja. Dann nur mal so eine Spielerei, da hatte ich Lust zu. Ja. Und dann habe ich mir bei Stempelmühle eine Mold besorgt. Da habe ich schon ein Projekt im Kopf. Da muss ich aber noch auf was warten. Noch auf ein Reispapier. Da freue ich mich schon drauf. Das ist eine russische Firma. Und ich habe die schon gegossen mit Resin. Tipptopp Abformung. Also toll, richtig toll. Und die sind noch nicht teuer. Wirklich nicht. Ja, was habe ich sonst? Ja, dieses Jahr fragt mich nicht warum. Habe ich mal versucht, so ein bisschen. Ich habe ja keinen Garten, ne? Also ich habe nichts, kein Grün, kein Stückchen Wiese, nix. Finde ich sehr schade, aber ist halt jetzt so.
Und ich wollte aber trotzdem mal versuchen, ne, ob ich auch fähig bin, hier irgendwie so ein bisschen Tomätchen und Erdbeerchen und sowas anzupflanzen. Und da habe ich total Lust drauf. Ich weiß nicht, ob das das Alter ist, ne, dass man mit zunehmendem Alter irgendwie, ne, ja, Interesse an sowas zeigt. Ich habe da totale Lust drauf und glaubt mir, wenn ich den Platz hätte, ich würde mir tatsächlich auch Kartoffeln, ne, anpflanzen, um mal einfach nur mal um zu probieren, ne, um zu testen, ob ich das kann und ob das funktioniert. Und dann hatte ich mir zwei Tomatenpflänzchen gekauft, also so. Und ich blende euch gleich Fotos ein. Also wenn das alles was wirkt, ich kann hier das halbe Dorf mit Tomaten Ich drehe mal versorgen. kurz ein Video, aber ich sehe nicht, ob. Doch, ihr seht. Ja, ah, hier sind die Tomaten. Also ich habe gezählt, ich habe jetzt an diesem Stock hier, habe ich 14 Stück dran. Ja, und ich bin so happy. Und das hier. Huch. Das ist die Paprika. Ich weiß gar nicht. Scheiße. Muss ich kontrollieren, ob ihr überhaupt was seht. Ja. Ah ja, hier habe ich noch einen Kirschbaum. Ja, also ich habe zwei Tomatensträuche. Aber der hier, der ist am allermeisten behangen. Jo, da habe ich schon so ein bisschen Paprikapflanze. Eine Erdbeere hatte ich auch, aber da war der Ertrag 3 Stück. Aber sie waren lecker. Ne? Aber es waren nur 3. Ja, und ansonsten habe ich halt, ich habe so einen Holzvorbau vor meiner Haustür. Und da habe ich halt ganz, ganz viel Blumen und sowas. Ne? Ja, aber ich hätte schon gern. Weißt du, so grün. Wisst ihr? Grün. Ne? Wenn ich rausgehe. Da will ich ins Grüne gucken und im Grünen sitzen. Ja, ich will mal gucken, dass ich mir für nächstes Jahr, dass ich das irgendwie hinkriege. Muss ich mal mit den Vermietern sprechen. Ich hätte gern so ein, zwei, ja, kleinere Hochbeete, ne, wo ich mir dann auch ein bisschen Salat anpflanzen kann und sowas. Ey, ich habe da so Lust drauf. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, das ist bestimmt das Alter. Ich weiß es nicht. Aber ja, oh. Und das macht so einen Spaß eben, ne? Wenn man dann guckt, ne, und ja, sich darum kümmert oder die Sachen pflanzt und ja, dann hofft, dann was wird und ja. Ich weiß es nicht, ne? Ich. Das hätte ich vor ein paar Jahren auch nicht gedacht. Aber irgendwie, ja, hätte ich da richtig, richtig Lust drauf. Dann habe ich meine Schranktür endlich montiert. Ne? Nach Monaten, wo sie hier rumstand. Ja, jetzt ist sie montiert. Allerdings ist das nicht so ganz ausgeglichen alles. Aber gut. Ist dann so. Irgendwann kommt dann auch mal einer vorbei, der mir die Tür ausrichten kann. Weil irgendwie kriege ich das nicht gebacken. Kriege ich nicht hin. Dann war ich letztes Wochenende, am Samstag war das, mit meinen Mädels zu einem Qigong-Treffen. Habe ich noch nie gemacht vorher. Und ich denke mir, ne, warum nicht? Erstmal bist du mit deinen Mädels zusammen und du lernst wieder was Neues. Und ich muss sagen, diese ganzen Körperübungen, puh, mein lieber Scholli, ja, da merkt man wieder richtig, wie unbeweglich man ist und was gezielte Bewegungen ausmachen. Und es war ein wunderschöner Tag. Also, oh, das ging von morgens 10 bis abends 17 Uhr. Ich war
fertig, ne? Platt, ich war tot, aber super gut drauf, völlig entspannt. Ich habe geschlafen wie ein Stein. Also so gut habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. Einfach herrlich. Ja. Das war natürlich teilweise auch ein bisschen, ja, was, befremdlich. Ja, für die westliche Welt kann das manchmal befremdlich sein, wenn du dann, war aufgegliedert in die vier Tiere, ne? Der Bär, der Kranich, die Schlange und der Tiger. Und dazu gibt dann halt auch spezielle Bewegungsübungen. Und das war teilweise schon so ein bisschen, weil man es nicht kennt. Ne? Aber da kommt man runter. Da kommt man so was von runter. Ist total entspannt nachher. Und ja, es war ein super, wunderschöner Tag. Das werden wir in ein paar Monaten auch nochmal machen. Kann ich nur empfehlen. Und man hat nochmal was für sich getan. Tja, was kann ich sonst noch? Kann ich sonst noch irgendwas? Nö. Nö. Mir fällt jetzt gerade nichts ein. Mir ist doch noch was eingefallen. Und zwar habt ihr ja, ne, die Chose hier mit dem, ne, mit dem gesehen. Das habe ich mir jetzt auf Graupappe gezogen. Dazu wird dann auch demnächst irgendwann das Video kommen. Ich hoffe, ja, dann ist alles soweit in Ordnung und ich kriege das dann hin, weil ich, wie gesagt, ich finde das nach wie vor total schön und klasse. Und ja, dann habe ich mir Krepppapier bestellt. Ich habe was gesehen und das muss ich nachmachen. Total easy, aber der Effekt wunderschön. Einige kennen das bestimmt von euch, aber dazu werde ich dann auch ein Video drehen. Ja. Ja, und so. Ja, man muss halt immer wieder, also ich bin so, ich kann nicht ständig im selben bleiben. Ich muss immer mal wieder ausbrechen und ja, neue Dinge machen. Und ja, mein Musikunterricht läuft auch, ne, weiter schön hier über Skype. Tipptopp. Mit Hausaufgaben, ne? Weil man muss ja auch üben, 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 sonst nützt das ja alles nichts. Ja, dann kommt heute Abend, wie war das heute? Ja, ich glaube heute. Und zwar mein Nachbar, der im Haupthaus wohnt, der ist Tischler. Und ich bin immer noch auf der Suche nach einem, ja, Vorratsschrank, Aufbewahrungsschrank. Ich wollte eigentlich immer so ein, ja, so ein uraltes Küchenbuffet. Ja, aber ich habe noch nicht das gefunden, was ich gerne hätte. Und ich bin das jetzt satt, weil ich habe das alles provisorisch auf diesen Aluregalen stehen. Und das sieht aus wie Kraut und Rüben. Ich kann das nicht haben, wenn das offen ist. Ja, weil es sieht einfach unordentlich aus. Ja, und er kühlt jetzt heute Abend zu mir und misst mal aus. Und dann besprechen wir mal, wie ich da was gerne hätte. Und mit Türen und überhaupt. Und ja. Und dann hoffe ich, dass Spalten in Schrank mit ordentlichen Fächern habe.
wo ich dann das ganze Zeug mal untertun kann. Und ansonsten. Ja, das war's jetzt. Ja. Ich meine dann immer wunders, was ich alles zu erzählen habe und ja, ist dann gar nicht so viel. Ich würde sagen, ne, that's it. Macht es gut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.